Aus Eifersucht auf ihre Freundin Birgit bricht die 19-jährige Sina beim Klettertraining einen Streit vom Zaun. So, bist du soweit? Ja. Ist alles fest? Ja. Ist mal wieder klar, dass du sie sichern willst, ne? Mein Gott, hab dich doch nicht so. Boah, Sina, echt, das geht. Ich weiß genau, woran das liegt. Du willst sie von hinten sehen, ne? Ja, ja. Ja, ja, weil man eine bessere Sicht hat, ne? Ja, komm, lass uns. Ich kann mir das vorstellen. Mädels, du willst mich nur ablenken jetzt, ne? Du nervst. Ich nerve? Ja, darf ich vielleicht mit meinem eigenen Freund klettern? Ja, werden wir doch sehen, wer hier der Bessere ist. Komm. Ja, werden wir. Seid ihr bereit? Ja. Ich immer. Klar, du immer. Auf die Plätze. Fertig? Los! Komm! Komm, sehr gut! Mach dich geil! Sina! Sina, hallo! Oh, Sina, hör auf mit dem Mist! Sina! Die antwortet nicht mehr. Lass mich runter, besser. Okay. Sina? Sina, hallo. Sina? Komm, helf mir, Sina runterzulassen. Ja. Nicht, dass sie ihr mit dem Kopf aufschlägt oder so. Sina? Nimmst du sie? Ich hab. Hilf ihr mal, dass sie nicht mit dem Kopf aufschlägt. Lass sie runter. Sina, hallo? Hey. Alles gut bei dir? Tom, ruf mal schnell den Krankenwagen. Ja. Hallo? Jetzt. Auf Streife, die Spezialisten. Die Spezialisten erreichen 10 Minuten später die Kletterwand und auch die Mutter der verunglückten Sina ist schon informiert und zur Unfallstelle unterwegs. Notarzt Dr. Sebastian Börner prüft zunächst, ob die 18-Jährige ansprechbar ist und ob sie auf einen Schmerzreiz reagiert. Hallo. Sina? Ja, sie hat einen Schmerzreiz, den kannst du auslösen. Hat einen sehr schwachen Puls. Also mal einmal Monitor. Sie ist seitdem auch nicht mehr ansprechbar gewesen. Okay, wie heißt sie? Wer ist das überhaupt? Was ist passiert? Ist sie hier runtergestürzt? Das ist Sina. Die beiden sind eigentlich immer öfter hier am Klettern. Ist sie hier von oben runtergestürzt? Nein, ich habe sie langsam runtergelassen. Okay, das ist Sina! Also kein Sturz. Ach du Scheiße, Thomas. Wer sind Sie? Oh. Ich bin die Mutter von Sina. Moin, Dr. Was ist denn passiert? Wir gucken gerade hier. Hat Ihre Tochter irgendwelche Vorerkrankungen? Ach, ich bin gerade so geschockt. Sie klettert so gut nochmal. Machen Sie mal durch. Okay, mach mal Blutung. Sie hat einen schwachen Puls. Ach Gott, Blutung hast du? Also sie hat normalerweise Zucker, aber sie ist super eingestellt. Also da gehört Diabetes. Die Info von der Mutter, dass die Tochter, die Sina, an Diabetes leidet, war für mich erstmal die Situation vollkommen klar. Sie ist unterzuckert und hat sich vielleicht hat zu wenig getrunken und so eine Mischung aus Überforderung und Unterzuckerung. Wissen Sie, was ich spritzt? Ich bin so aufgeregt. Insulin. So, einmal bitte festhalten. Sie hat mit Sicherheit alles dabei. Sina ist total gewissenhaft in allem, was sie tut. Und vor allem die Diabetes nimmt sie total ernst und geht zu allen Vorsorgeuntersuchungen, ist ständig beim Arzt. Ihr Tagebuch ist so ausführlich geführt. Ich habe da keine Erklärung für. Ich kann gerne in die Tasche schauen. Also wir geben jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen Zucker. Ich kann schon mal Glucose aufziehen. Also ich glaube schon, das sieht schwer nach einer sogenannten Hyper-, so eine Unterzuckerung. Das kennst du wahrscheinlich. In der Notfallmedizin haben wir häufig erstmal wenig Informationen. Und die Situation ist unklar. Deswegen müssen wir in der Medizin so ein bisschen nach dem Mechanismus gehen. Häufig ist häufig, selten ist selten. Und bei Diabetikern ist halt nun mal häufig, dass sie an einer Unterzuckerung leiden, gerade in Kombination mit so heißen Temperaturen wie heute. Stopp mal mit der Glucose. Der Wert ist hoch. Das ist nicht messbar. Ist high. High? High. Machen wir noch mal einen zweiten. Also sicher? Ja, sicher. Ja, ganz definitiv. Ich kann doch gerne ein zweites Mal messen, aber okay. Definitiv vielleicht. Zu hoch. Vielleicht wäre das zu doll. Lass einfach hier mal am Schuss reinlaufen, dann geben wir erstmal die Flüssigkeit. Aber mess noch mal einmal bitte nach, damit wir da wirklich noch mal sicher gehen. Also sie hat regelmäßig das genommen. Sie ist in ständiger Untersuchung beim Arzt, die Arzttermine. Haben Sie eine Telefonnummer vom Hausarzt? Kann man den mal an? Also, klar. Die Werte haben Sie mit Sicherheit jetzt nicht dabei. Ich kann Telefonnummer gerade gucken. Die Werte, ich gucke gleich in Ihrem Ranzen. Ich gucke gerade den Hausarzt. Sie hat das Buch auf jeden Fall dabei, das weiß ich. Du misst noch einmal bitte. Ich wollte erstmal auch, und eine Infusion bitte. Genau, nicht alle durcheinander. Ne? Du machst jetzt erstmal ein Z, immer noch high. Okay. Also, wir haben keine Unterzuckerung, wir haben eine Hyperglykämie. Zweiter Zugang, Flüssigkeit einmal. Ich versuche kurz was raus.
zu finden. Sie atmet. Ich gucke noch einmal kurz in die Pupillen. Meine Verdachtsdiagnose wurde dadurch zunichte gemacht, dass sie gar nicht unterzuckert war, sondern überzuckert. Und zwar nicht nur ein wenig, sondern eigentlich muss sie schon sehr lange überzuckert gewesen sein. Dr. Börner telefoniert mit dem Hausarzt der jungen Diabetespatientin. Dabei erhält der Notarzt eine wichtige Information, die bei Mutter Marion großes Entsetzen auslöst. Anscheinend ist ihre Tochter in letzter Zeit sehr fahrlässig mit ihrer Krankheit umgegangen und hat sich dadurch womöglich in Gefahr gebracht. So, Frau Bötsch, also wie gesagt, der vorletzte Termin war in Ordnung gewesen, aber sie war beim letzten Kontrolltermin gar nicht da gewesen. Nicht da gewesen? Das kann ich gar nicht verstehen und gar nicht glauben. Das hat mich total schockiert, weil so kenne ich sie nicht. Aber dann habe ich kurz überlegt und gedacht, ja, in letzter Zeit ist sie ja schon ein bisschen so zickig und die Zickenkriege und so aufmüpfig. Aber trotzdem habe ich keinerlei Erklärung, warum sie nicht zum Termin war. Sie haben vorhin was von diesem Diabetes-Tagebuch gesagt. Genau, Diabetes-Tagebuch, das ist ein Tagebuch, führt sie. Das ist komplett geführt, müsste in ihrer Tasche sein. Wissen Sie, wo die Sachen sind? Birgit, weißt du, wo das ist alles? Ja, das ist vorne. Das ist ja. Komm, wir gehen gemeinsam. Okay, ihr macht mal einmal fertig, ich geh mal mit gucken hier. So, dann zeigen Sie mal das einmal. Ja, da ist es doch. Das ist Tagebuch. Darf ich mal sehen? Da ist eigentlich alles geführt. Okay. Ganz genau mit Uhrzeiten, da stehen die Arztbesuche alles drin. So, das ist ja vom Datum, das ist ja heute. Sie hat ja auch heute. Sie ist ganz akribisch. Die beiden Mädels gehen ja in. Also, wenn ich das auf den ersten Blick sehe, sind die Werte waren immer in Ordnung gewesen. Sie hat auch gespritzt, zumindest mal alles so weit eingetragen. Die beiden Mädels. Heute hat sie auch gespritzt. Weißt du, was sie gespritzt hat? Hast du sie gesehen? Nein, die muss sich selber darum kümmern. Ich habe schon meine eigenen Sorgen. Ihr geht zusammen in die Schulungen und du weißt ziemlich viel darüber Bescheid. Was für Schulung? Für die Diabetes. Da haben sie eine Schulung besucht. Sie hat auch Diabetes. Ach stimmt, ja, stimmt. Entschuldigung. Genau. Ja, aber da musst du doch wissen, hat sie sich vorhin wirklich gespritzt? Weiß ich doch nicht, was die macht. Das kann schon sein. Wie ist denn eure Stimmung? Irgendwas stimmt doch da nicht. Sie liegt da und du, war wieder Zickenkrieg bei euch oder was? Ja, Tom hat mich halt gesichert. Ja, und dann? Sie voll ausgeflippt. Aber Lennart, ausflippen und jetzt hier ist alles eingetragen und du sagst, sie hat gespritzt. Also, das wird doch alles viel zu viel. Wo ist denn der Pen? Hat sie den Pen da? Ja. Ja, weiß ich doch nicht. Muss sie sich selber drum kümmern. Ja, mal schauen. Ja. Aber der steht ja noch auf. Sicher, dass sie gespritzt hat? Du hast das gesehen? Ich hab's nicht gesehen, aber es steht doch in dem Buch. Ja, aber der Pen ist noch geladen quasi. Der ist geladen, das heißt, sie hat nicht gespritzt. Hier, der ist halt hier noch geladen, ne? Das Diabetes-Buch, also wo sie jeden Tag einträgt, wie viel Insulin sie spritzt und wie hoch ihr Blutzucker ist, war picobello geführt. Ein bisschen auffällig war, dass der Pen auf die Mittagsration, die sie eigentlich schon genommen haben sollte, noch eingestellt war. Sprich, der Pen hat gar nicht ausgelöst. Da sind mir schon erste Zweifel gekommen, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Dr. Börner mutmaßt, dass der Diabetesstift kaputt sein könnte oder vielleicht sind auch die Tagebucheinträge bewusst falsch angelegt. Unterdessen tritt noch ein Notfall auf, und zwar bei Sinas Freundin Birgit, die auch an Diabetes leidet und plötzlich seltsam benommen wirkt. Birgit, was ist denn jetzt mit dir los? Ach du Scheiße, Birgit! Alles gut? Hör mal, oh, nee. Ich brauche mal einen von euch wieder, ne? Los? Ruf mal einen zweiten RTW. Birgit? Birgit, was ist denn los, ey? Birgit! Oh je. Mal tief durchatmen. Das gibt's doch nicht. Ja, sie hat gerade Sarah Wochen, sie hat auch einen recht schwachen Puls. Okay. Mach auch mal ein BZ hier. Sie ist auch ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sie ist auch Diabetikerin. Okay. Birgit! Hör mal. Riechst du mal? Sina, dann Birgit. Sie hat Zitronengeruch. Okay, ja. Hör mal. Das ist ja auch keine. Was ist denn hier los? Bei der Birgit war zunächst nur ganz dezent, bei näherem Riechen dann doch ganz deutlich ein sogenannter Acetongeruch. Also sowas wie Verdünner, Farbenverdünner im Mund riechbar. Das spricht darauf, dass der Blutzucker-Metabolismus völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Hannes, bring mal noch gerade ein EKG mit, bis der zweite RTW da ist. Sie hat Acetongeruch. Also ihr steht auch high. Sie hat auch eine Hyperglykämie. Ich habe keine Ahnung. Zweites Intensivbett, zweiter RTW, ein Notarzt reicht. Sie ist ja soweit stabiler. Jetzt hat man plötzlich zwei Patientinnen, beide Diabetikerinnen, die in einem Überzucker war. Glücklicherweise bei Sina
haben sich die Symptome nach Flüssigkeitsgabe schon ein wenig gebessert. Aber Birgit, mit dem Acetongeruch, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es völlig derangiert ist, der Blutzuckerhaushalt. Das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Wir sagen dazu das sogenannte ketoazidotische Koma. Damit Birgit nicht ins Koma abgleitet, muss das zweite Rettungsteam auch sie sofort mit Flüssigkeit versorgen. Dass beide Frauen, die sich aus einer Selbsthilfegruppe kennen, fast zeitgleich stark überzuckert sind, hält der Notarzt indes für keinen Zufall. Ich finde die ganze Sache hier sehr seltsam, oder? Also habt ihr, keine Ahnung, wann ich zuletzt zweimal eine Hyperglykämie beim Sport gesehen habe? Also eigentlich nie. Ich lass richtig im Schuss laufen. Ne? Lass mal im Schuss reinlaufen. Wir haben bei der anderen auch zwei Infusionen gelegt. Ja, aber ich also erstmal. So, Birgit, red mal ein bisschen mit uns. Läuft mal so. Was hast du denn gemacht, ey? Will sonst einer auch hier mal eine Trage fertig machen? Damit wir sie, es ist ja auch mega warm heute. Ja. So, dazu. Birgit, ja, du kriegst jetzt ein bisschen Flüssigkeit. Und wir werden dich jetzt auf eine Trage gleich hochhieven. Und dann geht's in die Klinik. Aber du musst mir jetzt mal sagen, hast du denn regelmäßig gespritzt auch? Oder was ist denn hier los? Na gut, solange sie will noch nicht so richtig. Gut, soll ich mal. Wollt ihr hier versorgen? Ich gehe mal zu den anderen gucken jetzt. Geh du mal rüber. Ich nehme die Sache mit. Ja, perfekt. Alles klar. Dann auch gleich nach, ne? Ja, ich muss einmal durchatmen. Danke. Macht hier so einmal fertig. Und dann. So, pass auf. Also, sie wird auch gerade versorgt. So, da bin ich wieder. Ja, Jörg. So, ich bleib mal hier. Langsam cool. Okay, wie geht's dir denn? Ich komm hier mal. So, lala. So, lala. Hier ist schon besser, ja. Deine Freundin ist nicht so gut dran, ne? Also, nee. mit der Flüssigkeit, du klarst ja ein bisschen auf, das ist schon mal gut. Nichtsdestotrotz, entgegen diesem Buch haben wir ja bei dir einen sehr hohen Blutzuckerwert festgestellt. Also, passt eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Da bin ich ehrlich. Ich hab so richtig. Kann ich mir das noch nicht erklären, ne? Deswegen. Vielleicht kannst du mal so. Also, du hast heute Mittag gespritzt. Du hast in das Buch hier eingetragen nochmal. Also, ich bin ja nicht. Was heißt entgegen dem Buch? Ich habe doch alles immer eingetragen. Ja, deswegen frage ich ja. Du hast hier alles wunderbar eingetragen. Ja, genau. Bei Sina hat die Flüssigkeitstherapie ganz gut angeschlagen. Sie ist ja aufgeklärt. Aber hielt zunächst an ihrer Story fest, dass sie sich regelmäßig Insulin spritze, alles wunderbar sei. Hast du das heute Mittag genommen? Ja. Sicher? Ja. Ja. Wie lange hast du Diabetes? Seit Jahren, hat die Mutter gesagt? Seit sie 10 ist. Also du hast den Pen aber nicht ausgelöst. Du hast den Pen nicht ausgelöst. Du hast hier schön säuberlich notiert, du hast sogar deinen Blutzucker notiert. Sina. Du hast hier 10 draufgeschrieben, du hast den Pen aber auch nicht ausgelöst. Also mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, verarsch mich doch nicht hier, ne? Sina, da stimmt doch irgendwas nicht. Deine Freundin, die kann daran sterben jetzt, der geht's ein bisschen schlechter. Die hat das auch schon länger. Ich hab, hast du Drogen genommen, sonst irgendwas? Also das war nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin, wir haben, das war nicht meine Idee. Ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich habe gehört, man kann, wenn man sein Insulin, man kann sein Gewicht verändern. Ach Schatzi, du bist doch schon so dünn. Wo willst du denn noch hin? Wir haben nächste Woche Wettkampf und. Aber dann spritzt man eher mehr. Nein, es ist wohl so. Sie hat mir das erklärt, wenn der Blutzuckerspiegel dann hochgeht, wird Wasser wieder aus dem Körper ausgestoßen, man verliert Gewicht und so kann man dann, wenn man das, sag ich mal, unterschlägt und dann nicht einträgt, dann kann man sein Gewicht. Und Birgit macht das auch, oder was? Birgit macht das so und bei Birgit klappt das. Guck doch, wie dünn Birgit ist. Ach, ist doch nicht so viel dünner wie du. Bei Birgit klappt das doch. Ist doch nicht so viel dünner wie du. Bei mir? Die Sina hat sich ein bisschen zu dick gefühlt und wollte Gewicht verlieren. Und dabei ist sie auf die glorreiche Idee gekommen, sogenanntes Insulin-Purging zu betreiben. Was ist das? Das kommt manchmal bei Typ-1-Diabetikern vor. Sie reduzieren absichtlich die Insulinmenge pro Tag, denn sie wollen, dass ihr Blutzuckerspiegel recht hoch ist im Blut. Denn biochemisch passiert Folgendes. Glucose, also Zucker, ist ein großes Molekül und das nimmt quasi das Wasser mit aus den Zellen und wird über die Niere ausgeschieden. Somit kann man theoretisch Wasser verlieren, aber was sie da nicht bedacht hat, auf lange Sicht bewirkt sie A das Gegenteil und B bringt sie sich in absolute Lebensgefahr. So, ohne dir jetzt mal zu nahe zu treten oder so, ne? Ich meine, da waren ja jetzt zwei Typen mit bei. Habt ihr da irgendwie jetzt gerade einen Kampf zwischen euch beiden Mädels, wer da welchen Typen abbekommt? Oder das macht man ja nicht ohne Grund, dass man auf einmal eigentlich als zierlicher Mensch sagt, man will noch mehr Gewicht verlieren. Also erstens, ja, nein, also eigentlich haben wir natürlich keinen Kampf. Also natürlich, wir streiten beide um Tom. Ich merke doch selbst, dass aufgefallen ist. Ja, wir haben es ein bisschen. Also ich bin ein bisschen eifersüchtig auf sie, also natürlich bin ich sehr eifersüchtig auf sie, weil sie sehr viel dünner ist, sehr viel besser aussieht und ich habe einfach das Gefühl,
Sie kriegt mehr Aufmerksamkeit von ihm und sie klettert auch noch besser. Und irgendwie, und gerade wollte er halt auch nur sie sichern und nicht mich. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann. Aber das ist auch total dämlich, sein Leben und das Leben seiner Freundin für irgendeinen Typen aufs Spiel zu setzen. Total schwachsinnig, sein Leben zu riskieren. Und ich hoffe, dass sie gelernt hat für die Zukunft, dass man mit seinem Körper keinen Schindluder treibt. Auch Sinas Freund Tom ist entsetzt, dass sich die 18-Jährige den hochgefährlichen Insulinpfusch von ihrer Freundin abgeschaut und gemeinsam mit ihr betrieben hat. Mittlerweile spritzen sich die jungen Frauen das Insulin aber wieder nach Vorschrift. Und auch die grundlose Eifersucht ist verschwunden, da Birgit nun ebenfalls einen festen Partner hat.